SOLIDWORKS 2022 bietet von Anfang an schnellere Möglichkeiten, auf Ihre Konstruktion zuzugreifen. Der in einer früheren Version eingeführte Modus Prüfung großer Konstruktionen bietet eine blitzschnelle Möglichkeit, große Baugruppen mit wenigen Einschränkungen zu öffnen. Das mit 6031 Komponenten große und komplexe NIMO-Tauchboot von U-Boot Works öffnet sich in nur ca. 9 Sekunden und ermöglicht Ihnen eine schnellere Arbeit. Neu für 2022 ist die Möglichkeit, Zeichnungen einer Baugruppe aus dem Modus Prüfung großer Konstruktionen im Detaillierungsmodus über das Menü mit der rechten Maustaste einfach zu öffnen. Der Detaillierungsmodus ist eine äußerst effiziente Möglichkeit, Ihre vorhandenen Zeichnungsdokumente zu öffnen und zu bearbeiten. Wie beim Öffnen der großen Baugruppe des NIMO ist auch die Zeichnung in nur 18 Sekunden recht schnell geöffnet. Der Detaillierungsmodus ist eine vollständig interaktive Möglichkeit, mit großen Zeichnungen zu arbeiten, deren Ansichten bereits erstellt wurden. In dieser Umgebung können Sie Ihren Entwurf weiterhin detailliert beschreiben und Bemaßungen, Notizen, Tabellen und mehr hinzufügen. Die Möglichkeit, auf diese Weise schnell auf Zeichnungen aus der Prüfung großer Konstruktionen zuzugreifen, wird die Arbeit mit großen, komplexen Designs optimieren. Darüber hinaus können Sie im Jahr 2022 auch Unterbaugruppen aus dem Modus Prüfung großer Konstruktionen in diesem reduzierten Format öffnen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie keine unnötigen Informationen laden, die derzeit nicht benötigt werden. Wann immer Sie auf vollständig aufgelöste Modelle zugreifen möchten, können Sie sie über dasselbe rechte Mausmenü öffnen. Ebenso können Sie jederzeit eine Baugruppe auflösen, die bereits im Modus Prüfung großer Konstruktionen geöffnet ist. Diese Möglichkeit, auf reduzierte Dateien zuzugreifen und schnell zwischen ihnen zu wechseln, stellt sicher, dass Sie so effizient wie möglich arbeiten können. Das Verschieben von Komponenten in SOLIDWORKS 2022 ist jetzt einfacher. Wenn Sie aus dem Feature Manager ausgewählt werden, wird Ihnen jetzt eine Triade angezeigt, die es extrem einfach macht, eine Komponente mit Steuerelementen für X, Y, Z und der Rotation an die richtige Stelle zu bringen. Das Schnellverknüpfungsmenü im Jahr 2022 gibt Ihnen auch mehr Kontrolle, indem sie die Möglichkeit bietet, Anpassungen der Ausrichtung vorzunehmen, bevor Sie Verknüpfungen hinzufügen. Dies gilt auch für das Hinzufügen von kreisförmigen Verknüpfungen, bei denen Sie die Möglichkeit haben, die Rotation vor dem Bestätigen zu sperren. Dies ist besonders nützlich bei Verknüpfungen, die beide Bedingungen zulassen. Die neue Möglichkeit, diese zusätzlichen Elemente während des Verknüpfens mit dem Schnellverknüpfungsmenü hinzuzufügen, macht es schnell und einfach, Ihre Baugruppen rasch zu erstellen. Die intelligenten, mustergesteuerten Komponentenmuster werden in SOLIDWORKS 2022 noch intelligenter. Wenn Sie nun eine Komponente zum Mustern auswählen, wählt SOLIDWORKS immer diese Komponentenposition als Grundlage aus, um zu bestimmen, wie die anderen Kopien erzeugt und positioniert werden sollen. Selbst wenn Sie die Position der Komponente in eine andere Position ändern, geht das Muster immer noch davon aus, dass sich die Komponente diese Mustern in der Anfangsposition befindet. Dies bedeutet, dass es viel einfacher ist, vorhandene Muster und Bonusfeatures zu nutzen, um schnell mehrere Kopien von Komponenten wie Verbindungselemente zu positionieren und Ihre Baugruppe schnell aufzufüllen. Konfigurationen sind eine leistungsstarke Möglichkeit, alternative Versionen von Teilen und Baugruppen in einem einzigen Dokument zu erstellen. Sie können festlegen, ob Instanzen von Komponenten aus verschiedenen Versionen des Entwurfs eingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen. Sie können auch alternative Konfigurationen anderer Komponenten in jeder Konfiguration verwenden. Die Möglichkeiten sind endlos und je mehr Variationen gemacht werden, desto komplizierter kann es werden, den Überblick zu behalten. Neu in SOLIDWORKS 2022 ist jedoch die neue Konfigurationstabelle. Diese Tabelle erleichtert das Erstellen und Verwalten von Konfigurationen erheblich. In der Tabelle können Sie Ihren Entwurf neue Versionen hinzufügen und den Unterdrückungsstatus verschiedener Komponenten ein- und ausschalten. Ebenso können Sie angeben, welche Versionen von Komponenten in jeder Konfiguration verwendet werden sollen. Die Steuerelemente machen es einfach, Ihre Änderungen zu sehen, während Sie auch arbeiten. Wenn Sie manuell Änderungen an der Konfiguration vornehmen, zum Beispiel Komponenten unterdrücken, die zuvor nicht enthalten waren, werden sie ebenfalls in der Tabelle hinzugefügt. Die Konfigurationstabelle verfügt auch über Filter, die es möglich machen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Beispielsweise können Sie sicherstellen, dass die benutzerdefinierten Eigenschaften für jede Konfiguration, für jede neue Version der Baugruppe eindeutig sind.
Schließlich, wenn man sich eine Stückliste ansieht, wird es Fälle geben, in denen Komponenten nicht in das Design aufgenommen werden sollen. Diese Option kann über die Komponenteneigenschaften in der Baugruppe gesteuert werden, um dies anzugeben. Dies kann jedoch für Teile, die regelmäßig nicht enthalten sein sollen, sehr zeitaufwendig werden. Neu für SolidWorks 2022 ist eine neue Konfigurationsoption auf Komponentenebene, mit der Sie festlegen können, dass diese Option für eine Komponente standardmäßig aktiviert sein soll, was Ihnen die Zeit erspart, diese bei jeder Verwendung der Komponente ändern zu müssen. SolidWorks 2022 führt eine Vielzahl von Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsverbesserungen ein, um sicherzustellen, dass Sie sich auf die Entwicklung Ihrer Konstruktion konzentrieren können und weniger Zeit für die Bearbeitung dieser Konstruktion aufwenden müssen.